Hallo meine stierischen Freunde und willkommen bei einer neuen Folge The Last Stand Aftermath. So, ich glaube, wir sind ganz gut. Jetzt fahren wir zum Stadtpark, würde ich sagen. Ich bin mit dem Militärgelände da hinten wegen einer Spritze. Was ist denn hier? Da sind wohl welche. Ich hab Angst. Oh, na klar. Sind wirklich welche. Aufgeregt mit dem Führer sprechen. Ich kann mit Leuten sprechen hier. Jetzt gucke ich mich erstmal um. Ich muss ja umbringen, die Kunden. Das wüsste ich noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich eine Spritze. Nicht stehen bleiben. Oh, da war auch noch was. Sprich mit dem Anführer, ob ich sage, ich jetzt nichts Falsches. Kann ich rein? Können sie nicht abschießen? Schießen kann ich schon mal nicht. Aber ich kann gucken. Plündern. Bleib in Bewegung. Geh weiter. Okay. Ich will erstmal gucken hier. Ob es hier irgendwas gibt für mich. Und da ist eine Werkbank. Drei Akkus. Brauche ich Akkus noch? Ich glaube, das reicht erstmal. Kann ich doch wirklich nur meine Punkte investieren, oder? Ja. Und da kann ich ja eigentlich nicht machen. Toll. Hier ist noch was. Dose. Gut. Jetzt lasse ich einmal rum. 7 Stück müsste eigentlich. Ach, der will mich bestimmt umbringen. Ich hab's im Urin. Nachgeladen alles, ja. Oh.
Lord C, ich sag doch, du solltest nicht herkommen. Tut mir leid, wenn ich eindringe. Ich glaube, wir haben ein gemeinsames Interesse. Oh, welches eine Unverschämtheit. Nur so mal aus Interesse, bevor wir dich aufhängen. Oh, Alter. Worin genau könnte dieses gemeinsame Interesse bestehen? Ich habe die infizierten Kanister in eurer Stadt gesehen. Das ist nicht deine Angelegenheit. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Wir haben sie trotz dieser schleichenden neuen Welle unter Kontrolle. Okay. Wir haben zerstört, was von den Kanistern übrig war. Was das angeht. Was? Erklär dich. Wir haben das Lager aus die Luft gejagt. Wir haben deine Leute von weiterem beobachtet. Wir schätzen es sehr, dass ihr euch bis vor kurzem noch nicht über eure Mauer hinausgewagt habt. Aber wenn es stimmt, was du über die Beseitigung der Infektion im Lagerhaus gesagt hast, sollten wir unsere Einstellung vielleicht nochmal überdenken. Schwein gehabt, Leute. Man kann uns trauen, das werde ich entscheiden. Okay. Wir stehen hier nicht inmitten dieser Ruine, weil wir Vertrauen hatten. Wohin gehst du? Denn ich kann dir versichern, dass du nicht hier bleiben darfst. Wir können sehen, dass deine Infektion wächst. Ich verfolge ein Signal aus dem Westen. Ein Radiosignal? Warum würdest du das so etwas tun? Wir glauben, dass es mit einer Infektionsstreuvorrichtung zu tun hat. Bedien dieses Gerät aus der Ferne. Vielleicht bist du doch nützlich. Klar bin ich nützlich, ich doch. Oh. Du hast dich vor unserem Turm gut geschlagen. Danke, mein Lord. Ah, genau. Du wirst mich nicht enttäuschen. Kann ich gehen? Du versuchst herauszufinden, wer dieses Gerät platziert und diese beschissene Infektion verbreitet. Sei du und deine Leute hier willkommen. Ach so. Ganz einfach Regel. Ihr verarscht mich nicht, ich verarsche euch nicht. Mit der Einzel von den Köpfen, die du hier siehst, hat diese Regel gebrochen. Okay. Verstanden. Ja, so. Steck ins Auto, okay. Oh, Leute, muss ich es wieder? Und Quatsch. Dieses, wohin gehst du? Naja, wissen wir doch. Was denn? Bisschen Schleim, danke, mein Lord. Alter, Kann ja eh nichts machen hier. Weg hier. Ganz schnell weg hier. Die anderen, es fährt da voll rein. Mischt die alle auf und ich sehe es nicht. Scheiße. Achso, das war nur so ein Zwischending oder was? Garnstadtpark. Hm. Das ist Quatsch. Na gut. Oh. Die waren bestimmt tot, oder?
Na, ich glaube auch schon wo. Verficktes Walkie-Talkie und ich finde es nicht. Da ist doch. Ja, weil. Hier ist auch eine Spritze drin, ich sehe das doch schon. Nein. Wenn du kein Dings drauf hast, ist schon scheiße. Kein Schalldämpfer. Was tun wir auch noch? Gibt's hier noch schon was? Nee, das ist eine Kotzelse. Bumst dich, Junge. So ein infizierten Ding. Ich weiß nicht, was das gut sein soll, so viele. Ja, ein bisschen komisch. Wir haben da bestimmt noch ein bisschen eine Granate. Keine Dings mehr. Na, kommen sie halt alle. Ups. Na, passen, dass keine Grünen kommen hier. Missgeburten, Alter. Was ist denn das für eine? Die was meint aus? Das ist schon was meint. Was gibt's hier? Akkus. Ich nehme immer Akkus. Sprit ist da hinten. Rotpunktvisier, zwei Stück. Na gut, nehmen wir so mit. Schön voll. Schön voll, da ist nichts. Eigentlich noch ein bisschen Ausdauerheilung. Hier 40.
Ah, ist natürlich keine Spritze. Immer. Warum auch? Noch mal Wasser. Schmidt. Guten. Buch. Schlägst die Scheiße auf und am Ende. Nichts drin. Ach komm, Munition, Akku, immer nur Akkus. Gibt es viele Betten mittlerweile hier? Das war so ein dicker, blödes Mistvieh. Das gibt's doch nicht. Nix. Akku brauche ich nicht. Hier. Magazin, Pistole. Weste. Nix da. Weiter geht's, weiter geht's. Komm mal hierher. Wieder Zombies mitgenommen. Hat. Oh, der ist doch eins. Ein Junge. Der wohl nicht.
Mach mal ein, Junge. Vielleicht Ausdauer wieder, das kann man auch nehmen. Schwinde, Mann. Verbände. Da war eigentlich genug, oder? 26, ja. Ich möchte höchstens mal Ding so. Und die alle erstmal hierher locken. So. Boom. Boom. Das. Uiuiui, ui, ui, das ist auch ganz schön. Guck mal das. Das haben wir auch ganz schön hier gemacht. Und noch eine davon mit. Davon. Was haben wir hier? Gibt's ja was? Tropfen, immer nicht blöden Tropfen, Tropfen. So Leute, ich muss leider die Folge schon beenden. Das war's schon wieder. Wenn es gefallen hat, guckt beim nächsten Mal wieder mit rein.
Lasst mir einen Daumen oben da und bis zum nächsten Mal. Euer Pepe. Tschüss.